Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22, im LS22 Frontiers Projekt. Heute zusammen mit dem Yannick und den Alexander. Moin. Moin. So. Genau, Feld 3, da müsste dann noch geerntet werden. Da muss, glaube ich, noch ein Anhänger mit 22.000 nach Manu. Dann war es das auch eigentlich schon. Ja, wie war euer Tag, Leute? Was macht der da hinten an unserem Anhänger? Wer? Weiß ich nicht, wer das ist. Bei uns war vorhin Keule, war da vorhin. Scheiße, hat der Lohner? Muss ich ihn direkt wegnehmen? Was will der da? Ja, hallo, der macht ja schon die ganze Zeit nur Stress. Fein um. Was macht er? Weiß nicht, der versucht mich anzuheben. Hat er nichts zu tun? Wahrscheinlich nicht. Janik hinaustrümmelt, ey. Was machen Sie denn da, junger Mann? Ich wollte Ihnen nur helfen. Ich habe halt keinen Lohner-Status. Ich wollte den Anhänger hier zum Drescher bringen. Gut, dann ist er jetzt da. Jetzt kann ich jetzt fahren. Jo. Ja, wenn die Leute mir hier nicht helfen. Die helfen mir schon. Jetzt gibt's Ärger. Nein, 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 nein! Hey, Nick, was machst du schon wieder? Was sind alle in Ruhe? Gib ihn um! Ja, ich versuch's! Ich versuch's! Warte, ich komme und helfe. Nein, 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 der hat mich gern. Junge, Alter. Ah, Jan Fenn. Ist ja jetzt gerade nur Spaß, muss ja jetzt hier keine Pale einschalten, alles gut. Ein bisschen Spaß muss sein. Genau. Scheiße, der Drescher ist gleich leer. Nicht, dass das wieder beim letzten Mal passiert, wo du mich da hinschicken musst. Aber dann kannst du ihn zurücksetzen. Ja, genau. Aber gelernt. Ich muss mal eben gucken, wie viel Stroh haben wir denn noch im Lager? Stroh. Oh, 200.000. Bei Bedarf jetzt, ich weiß nicht, ob ich ihn verkehrt gemacht habe, hier steht jetzt ein orangener Trecker. Ja. Laut Karte, der ist voll, der Anhänger. Ich habe schon den Deutz auch mit voll gemacht. Okay. Der könnte ausgeleert werden, wenn jemand Zeit hat. Ja, einer muss davon nach Milo, ein Anhänger, irgendwie noch 12.000 Liter oder sowas. 12.000 Liter, ja, ich habe hier in dem Traktor von Milo 21.000 Liter. Ja, okay. Also ich guck mal hier den anderen. Da sind 700 Liter nur drin. Oh. Das war der Rest, den ich noch hatte. Also 12.000 Liter gehen nach Milo. Ja. Scheiße, scheiße. Boah. Stimmt locker 60 Liter kaputt gefahren jetzt. Nein.
Ich hab hier voll die GEMA-Mucke am Laufen. Scheiße. Voll nicht geschnallt. Der Chat sagt auch nichts. Der dachte sich nur so, oh, egal, Freezy heute mit geiler Musik. Ja, wahrscheinlich. Und wie war euer Montag? Meiner war scheiße. Meiner auch irgendwie. Hätt angenehmer sein können. Meiner war ganz gut eigentlich. Wie sah es bei euch eistechnisch aus? Boah, also zwischen 4 und 5 hat das angefangen und ich sag mal so bis 7 war arschglatt, aber wirklich, also richtig glatt. Und danach ging's. Hat dann äußern aufgetaut. Bei euch? Also ich bin um 8 Uhr zur Arbeit gefahren oder 7 Uhr zur Arbeit. Die Straßen waren frei, die Hauptstraßen. Mhm. Aber so Binnenwege, sag ich mal, Siedlungsstraßen, ja, da musstest du schon echt schon aufpassen, die waren noch schweineglatt. Also bei uns war es halt auch so, also Gehwege waren ja relativ mies. War jetzt aber nicht so, dass es unmöglich gewesen wäre. Mhm. Straßen waren eigentlich, also da hat der Winterdienst zumindest bei uns in der Region gute Arbeit geleistet, waren wirklich topfrei, ohne Probleme. Wir hatten, glaube ich, in der gesamten Region hier auch nur 6 Unfälle, aber nur mit Blechschaden halt. Ah, okay. Also ich weiß, Blechschaden weiß ich jetzt nicht, wie viele gewesen sind, aber wir von der Feuerwehr, ich weiß jetzt hier, mein Landkreis und Nachbarlandkreis ist nicht einmal raus gewesen. Also schlimme Unfälle waren es nicht, es waren wenn dann auch nur Blechschäden. So, was hier so an Schäden ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Leute heute ziemlich sauer waren. Also wir hatten heute Inventur und geschlossen. Wir konnten natürlich kein Streusalz bei uns kaufen, da war hier richtig derzauber voll. Oh, ausgerechnet, ja, Leute. Da am Tor, was ist das denn für eine Scheiße? Habt ihr mal auf Thermometer geguckt? Wir brauchen Streusalz. Ich sag, ja, wir haben Inventur, wir können nichts ausgeben. Und dann sein Opa, ihr habt doch alle Lack gesoffen, steigt in Auto und fährt weg und ich stehe da und ich denke mir, hallo? Was soll das denn? Die alten Leute sind was Besonderes. Ja. Haben wir denn jetzt mit dieser Kartoffelmission sozusagen genug für das, was wir haben müssen? Ja, also ich habe meine 100.000, wenn ich ein Feld kaufe und ich hab die Mission, dann kann ich direkt abgeben. Perfekt. Janik, hast du den Sonntag noch gut verbracht? Natürlich. Heute kamen 3 Folgen von dir, Janik. Oh, was, echt? Ja, ich bin gerade am Nachholen und ich haue ja am Tag immer mehrere Folgen raus und ja. Häng ich nur noch eine Woche zurück. Das kriege ich nur hin. Also ich gehe mal eben nach Milo, oder? Ja. Spielt jemand von euch dieses Handy-App Marvel Snap? Kam ja neu raus. Macht richtig Spaß. Ich nicht. Ich bin auf dem Handy nicht so mit Spielen zugange. Ja, ich habe 2 Handy-Games. Einmal Rise of Kingdoms und dieses Snap. Ich hatte früher mal ein bisschen mehr, aber ja, wie du sagst, das ist nicht so dasselbe. Ne? Das war schön und gut, wenn man auf dem Pod sitzt. Hallo. Wenn man so dass ich dazwischen grätsche, ja. die sagen, da fehlen noch 32.000 Liter. Oh. Kann das? Das kann, ja. Okay. Weil dann kommen die auf ihre 88, was sie sagten. Ah, okay. Ja, nee, dann, ja, okay. Dann passt das ja. Okay, dann kippst du jetzt wie viel ab? Den ganzen Anhänger. Ey, jetzt kipp ich den ganzen Anhänger ab. 21.500.
21.500. No. Okay. Dann brauche ich mal noch 12.000. Nee. Hier habe ich 10.500. Ja, ich habe jetzt gerade 12.300 drin und ich habe noch zwei rein. Ja, ist doch nicht schlimm, dann fahre ich den gleich wieder runter, dann kannst du das hier reinschmeißen und ich nehme den anderen mit hoch. Ja. Super. Dann ist das Feld jetzt gleich durch. Ich komme, also ich denke, die 200.000 Stroh, die wir im Lager haben, die reichen doch aus, oder? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wenn nicht, wir haben ja wieder. Ach, hier sind ja zwei Fälle. Ach komm, können wir es verkaufen davon im Heizkraftwerk. So, schauen wir aber nochmal auf die Karte, ob noch ein Feld fertig ist. Ich glaube es fast nicht, aber wir schauen mal. Achso. Ach, die 59 ist erntereif. Was ist da drauf? Das ist die große Preisfrage, ne? Die 59, was haben wir da drauf? Hafer. Ja, da fahren wir da auch nochmal direkt hin. Ah, da hinten, ja. Aber bevor wir jetzt irgendwas machen, fahre ich mal im Tanken, Leute. Jetzt muss ich noch mal blöd fragen, wie viele Windräder hast du? Eins. Ich habe von letzter Woche nicht bekommen. Genau, du hattest von letzter Woche nicht bekommen, oder? Was, ja. was waren das? 25, glaube ich, oder so? Nee. Da hatte ich noch zwei. Und jetzt nur noch eins. Genau. Ja, ich guck gleich mal, dann kriegst du das alles auf einmal. Ja. Ich glaube, der theoretisch heute einmal einmal Dingens kriegen. Der Daniel aus Köln, der weiß da auch ein bisschen mehr. Der hat da auch irgendwas aufgeschrieben, sagt er in euren Docs oder so. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ja, alles klar. Warum fahre ich denn hier Richtung Tino, Alter? Feuer voll den oben, ey, ich fahr da. Mach ich auch mal. Muss sonst nur gleich der Trecker mit hoch? Unsere Sachen, ja. Der braucht übrigens noch 13.000. Ich hatte falsch gerechnet. Noch 13.000? Ich habe 12.586 in dem Anhänger, Erntemaschine. Ich hätte doch die 750 Liter im anderen Anhänger, aber müssen wir deswegen extra hochfahren? Ach, gib doch, warte, ich nehme doch einfach jetzt gleich den, setz mich in den Traktor da rein. Dann kippst du das da rein und dann passt das so. In den Deutz, also soll ich das reinkippen? Ja. In den 13.000 rein? Weiß ich nicht. Wie viel hast du drin? 12, 8. 12, ja, warte, dann kipp's besser hier rein. Weil hier geht's auf jeden Fall rein. Muss ich nur Stabs haben. Ja, du weißt, ich habe jetzt 12.100 Liter. Wenn du 13 brauchst, muss alles rein. Ach so. Ach ja. Oh, kompliziert alles. Ja. Ich hatte heute Inventur, ey. Es war so anstrengend. Hier sind jetzt noch 1129 drin. Scheiße, das wäre es genau gewesen. Dann fahren wir da eben schnell rum. Hallo. 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 Ich müsste mal ein bisschen abspritzen. Kannst du das nicht alleine, oder was? Wollte ich jetzt auch ganz sagen, willst du Hilfe, oder was ist los? Ich denke, du brauchst die Spritze, ne? Ja. Ja, kannst du ja nehmen. Brauchen wir gerade nicht. Gut, dankeschön. Jo, bitte. Ciao. Ciao.
Okay, was mach ich schon? Haben wir was gemietet? Wo kann ich nochmal nachschauen? Ob wir was gemietet haben? Ach, hier. Ja. Oder Schneidwerk nur. Wem gehört denn das Maisschneidwerk, was da liegt? Ist unser? Jetzt optimal, weil wir haben da vorne ein Maisfeld, was wir letztens gekauft haben. Hä? Nee, gemietet von Freezy. Hä? Ja, das gehört, glaube ich, zu dem Drescher. Ach so. Das ist ein Auftrag. Das ist 65. Verdammt, nee, warte mal, irgendein Auftrag ist gewesen, Mensch. Ja, das können wir leider nicht nehmen. Freut euch schon auf Weihnachten! Ja. Wie ne? Bin so yeah. Also ich freue mich. Ich mag Weihnachten. Ich bin so ein kleiner Grinch. Und ich mag Weihnachten auch. Weihnachten ist cool. Was hat der denn hier vor? Ja. Milo 4 aneinander gekuppelt. Achso. Yannick, hast du das hier einfach im Lager reingekippt? Jawohl. Ja, einfach bei Milo ins Lager rein, ja. Kippe ich jetzt, wie gesagt, die 1129 Liter da rein. Mach mal eben, ob der jetzt die 100.000 hat. Ich bin gleich wieder da. Hallo! Hi. Wenn jetzt gleich noch die restlichen 1000 da kommen, habt ihr dann die 100.000? Müsste. Also aktuell wurde noch was abgekippt. Haben wir gerade 88.500, aber da kommt gerade Yannick nochmal. Ja, genau. Plane. So, jetzt haben wir 100.700. Danke dir. Ja, alles klar. Dann sind wir jetzt quitt, ne? Ja, sind wir. Alles klar. Gut. Danke. Bitte. Jo, damit sind wir durch. Er hat jetzt genau die 100.000. Also, bisschen mehr, aber. Ist auch die ist geschenkt. Yannick, der Traktor und Anhänger ist uns, gell? Der Anhänger auch? Ja, ja. Ich dachte nur der Traktor. Deswegen. Nein, beides. Weil ich meinte, von der Mission her hätten wir den nämlich auch gehabt. Aber ja, nee. Den. Da steht, glaube ich, auch Milo dran, wenn du dich da vorstellst. Ja, ich auf den Anhänger hatte ich nicht geguckt, weil, wie gesagt. Aber auf jeden Fall danke fürs Bringen. Ja, ja. Weil den brauche ich jetzt. Jetzt fahre ich mit dem fetten Roadtrain rüber. Also, ich habe gerade schon gedacht, was bastelst du da dir zurecht? Ja, jetzt kommt der Dicke noch hinten dran und dann gucken wir mal, ob der JCB den noch schafft. Oder ist wer bis dann? Jo, bis dann. Müssen wir den anderen Drescher Hexe auch noch wegbringen, den Ernter, oder können wir das nicht? Nee, der wurde, glaube ich, von der PL ausgeliehen, weil irgendwas mit der Mission da schief gelaufen ist. Ja, genau. Ja, den hat Yannick jetzt gerade, ne? Genau, den habe ich jetzt gerade und den anderen, warte, das mache ich gleich eben alles. Alles klar. Wo steht denn eure Spritze? Ich habe keine Information darüber, wo die Position der Spritze ist. Ich guck grad. Ach scheiße, warte mal. Wo war Tino? Unten rechts, ne? Ja. Ich kann mich irgendwie dran erinnern, dass er die mal ausgeliehen hatte, glaube ich, von entweder die Freezy oder Milo. Ja, deswegen guck ich grad. Von uns nicht. Ja, was will der denn jetzt wieder hier?
Einen Moment, ich guck gerade, wo sie ist. Ach, die steht beim Händler. Ja. Die steht beim gegenüber vom Viehhändler. Ja. Ich bin vielleicht da. Ja. Bitte? Ja, warte, ich bring den mal eben hoch. Der Fan, glaube ich, gehört auch uns, ja. Ja. Dann hol ich sie da weg, danke. Jo, bitte. Auf welchen Trecker passt der Frontlader? Ich glaube an den Fendt, bin mir nicht ganz sicher. Hoffentlich kriegen wir den gleich noch angefangen. Der steht so komisch hier. Wer ist dir denn durch die Silageballen hier gefahren? Wieso? Oder warum liegt hier so ein ganzer Haufen geschlossen? Ja, wir warten eigentlich darauf, dass die Reifen, damit wir die im Mischwagen zerkleinern können und dann ins Lager schmeißen können, damit die Ballen da wegkommen, aber irgendwie werden die nicht reif. So, die Gisch. Oder wie weit sind die? Ich habe jetzt beim letzten Spul nicht geschaut, ob die jetzt schon so weit sind. Ja, oder ich guck gleich. Ja. War gerade die Paletten vom Trigger. Ja. War auch schon wieder voll geploppt. Silage 3500 Liter. Ah, ist schon Silage? Ja gut, dann kann man die eigentlich auflösen und dann da ins Lager kippen. Dann ist die Performance ein bisschen besser, weil das sind ein paar viele Ballen, glaube ich. Ja, ja, das auf jeden Fall. Können wir mal noch reinschieben. Ja, ein bedachter Freezy. Mhm. Ja, ja. Alter, wie viel kommt denn da noch raus aus der Produktion? Gut, wenn die jetzt erstmal eine Zeit lang nicht geleert wurde quasi, dann können wir spawnt erstmal richtig was nach. Haben wir ein Lager? Ja, wir haben ein Palettenlager, klar. Ja. In der Ecke. Da sind auch die anderen schon alle drin. Weil die Schlange ist so lang, dass ich sie mit dem Trecker nicht mehr geschoben kriege. Ja, ich bin gleich da, dann können wir sie ja eben mit der Winde eben darüber ziehen. Ja, mach ich. Aha. Ja, ihr habt die Folgen leider nicht. Ich habe nur durchgeskippt durch die Folgen. Ich habe nicht von Anfang bis zum Ende geguckt. Letztes Mal ist Yannick auf die Silageballen gefahren. Ja, da gab es halt so ein kleines Missgeschick. Alter! Was denn? Junge, wie viele Paletten hier stehen! Ja! Wo ist es? Ja, du fährst schon richtig, geradeaus, einfach geradeaus und dann ist das hinten rechts in der Ecke. So, ich schnapp mir erstmal den Kollegen hier. Ich würde den größeren. Wenn du mit Schild mal willst, den größeren nehmen. Janik, das wird nichts. Da hast du recht. Alex, warum sagst du das hier nicht vorher? Ja, weiß ich nicht. Mein Gott, weiß ich. Och Mann, verlässt man sich hier auf die Leute und dann kommt sowas wieder. Ja, ich weiß. Was machst du da? Ich häng ja an den Kuhstall fest. Weiter ausholen.
Matze, danke für deinen Restart im 23. Monat. Nächsten Monat 2 Jahre. Vielen, vielen Dank für deinen Support und deine Unterstützung. Also 8 Paletten sind zu viel. Danke für deinen Restart im 25. Monat. Das Ehrenmann, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr lieb. Dankeschön. So, jetzt aber. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.